was das für eine Arbeit ist? Mit Rendern, mit Hochladen. Also ganz im Ernst, Leute. Ihr unterschätzt das immer. So, Leute. Ein herzliches Willkommen beim Drachen. Erstmal niesen müssen. Ich bin immer noch schniefig, ich weiß gar nicht, was das soll. Warum bist du durch damit, wenn ich durch bin? Ich bin durch mit dem Spiel, wenn ich durch bin. Das sollte doch eigentlich logisch sein, oder? Es ist mitten unter der Woche, es ist schon der 20. Mensch heute. Sagt, habt ihr alle keine Arbeit oder was ist los mit euch? Ich rede von den Hatern vor meiner Haustür. Das geht heute schon so seit 12 Uhr. Nee, stimmt nicht, seit 11 Uhr. Seit 10 Uhr geht es schon so. 10 Uhr hat es angefangen. Also, ich muss mich aufregen, die Pisse. Ich persönlich finde es jedenfalls lächerlich, wenn jemand um die Uhrzeit bei mir vor der Haustür steht. Schon gleich gar vor. Es ist sowieso schon immer lächerlich an sich, aber unter der Woche ist es noch armseliger als sonst sowieso schon. Das ist jedenfalls meine Meinung. Ich bin froh, wenn ich endlich umgezogen bin. Ja, aber du suchst wahrscheinlich wenigstens Arbeit. Die Hater ruhen sich immer nur auf ihrem Scheiß aus. Wenn sie wirklich versuchen, mich bis zu meinem Lebensende zu haten, dann zeigt das nur, was für ein Haufen erbärmlicher Pisser sie sind. Weil dann haben sie in ihrem Leben definitiv nichts erreicht, wenn sie so drauf aus sind, eine einzelne Person den Rest ihres Lebens so zu fotzen und zu ärgern und zu stressen und sowas, was ich alles. Ne, sorry. Da habe ich keine Verständnisse dafür. Ich habe auch Ferien, aber kann ich den ganzen Tag rumsitzen. Was? Ich muss trotzdem arbeiten, kann ich den ganzen Tag rumsitzen. Ja, das ist halt so, ne? Wisst ihr, das ist es halt. Wenn man, das ist es halt, ne? Ich habe in meinen Ferien, wie ich noch in der Schule war, als ich in den Ferien war, habe ich gearbeitet in den Ferien. Entweder zu Hause bei meinen Eltern habe ich geholfen und mir so ein bisschen mein Taschengerät aufgebessert. Oder ich bin richtig arbeiten gegangen in einem Ferienjob. Dann, seit ich 14 war, habe ich im Ferienjob gearbeitet. Am Wochenende. Und am Wochenende teilweise. Teilweise auch unter der Woche, vereinzelt. Und vor allem halt dann am. Und vor allem dann halt in den Ferien, ne? In den Ferien habe ich dann 2 Wochen Ferienjob gemacht, von 6 Wochen Sommerferien. Ansonsten habe ich ja tagtäglich meine normale Arbeit gemacht. Also in den 2 Wochen habe ich halt fest in einer Firma gearbeitet. Das war dann meistens in der Firma, in der ich dann die Wochenjobs gemacht habe, wo ich dann unter der Woche 2-3 Mal die Woche war. Und das habe ich dann halt weitergemacht nach den Ferien. In den Ferien. Und nach den Ferien. Und zwischen den Ferien habe ich das auch gemacht. Gestern sind mir mehrere Hater nachgefahren. Ich weiß nicht, ob mir die dann auf dem Heimweg nachgefahren sind. Ich bin dann auf jeden Fall auf dem Heimweg durch den Wald gefahren, weil ich da was schauen wollte und auch weil ich dachte, ich kann die Hater so abhängen. Da bin ich teilweise durch 1,5 Meter tiefe Schlammlöcher gefahren. Mein Auto schaut aus wie Drecksau. Aber wenn mir die Hater dann nachgefahren sind, dann dürften die bis heute Morgen stecken geblieben gewesen sein. Ich glaube zwar nicht, dass sie mir nachgefahren sind, aber es wäre witzig. Du sollst hier in Deutsch sprechen, weil wir Deutsch sind. Aber wir hier Deutsch reden, meine ich. Ich kann keine andere Sprache, also solltest du auch die Sprache sprechen, die ich kann. Außerdem werden hier keine Sachen groß gepostet in irgendwelchen anderen Sprachen, weil man nie weiß, was dann in den Sprachen dasteht. Drache, soll ich dir Deutsch beibringen? Ich glaube, ich kann ganz gut Deutsch. Ich kann lesen, ich kann schreiben, kann mich verständlich machen. Wenn du einen Laberstream willst, dann musst du dir einen anderen Streamer suchen. Ich habe gesagt, ich habe keinen Dragon Monday angekündigt, Leute. Ihr habt mal wieder nicht zugehört. Ich habe gesagt, ich versuche einen zu machen, wenn ich es schaffe. Ich habe aber ehrlich gesagt bis gestern Abend um 12 Uhr gar nicht dran gedacht. Also bis heute früh um 12 Uhr quasi. Bis um nachts 12 Uhr. Das ist mir dann erst wieder eingefallen, da war ich schon auf dem Sofa gelegen, der Computer war schon aus, da habe ich keinen Bock mehr gehabt. Bin vor lauter hin und her gerannt, habe ich dann nicht mehr dran gedacht gehabt. Aber ich habe auch gesagt, wenn ich es schaffe. Ich war das ganze Wochenende so im Stress, es waren so viele Asoziale vor meiner Haustür, dass ich zu nichts anderem gekommen bin. Ich war dann froh, als ich einmal ein paar Minuten Ruhe hatte und da mich hinsetzen konnte und mein Zeug machen konnte. Du streamst schon lange, mach mal eine Pause. Wir sind noch nicht mal eine Stunde dabei. Gesetzliche Pausen, weiß ich gar nicht. Ich schätze mal, das ist wie in jedem Beruf halt auch, ne? Oder wird wahrscheinlich wie in jedem Beruf auch geahndet. Wenn du mehr als 6 Stunden arbeitest, musst du mindestens 1/2 Stunde Pause machen. Aber wir streamen ja selten mehr als 6 Stunden.
Und wenn, dann haben wir mindestens eine Viertel, haben wir mindestens 10 Minuten Pause gemacht, wenn nicht sogar 20 Minuten. Also, zumindest ist es in einem normalen Beruf jetzt so eingeordnet. In 2 Monaten sehe ich mich in der Karibik mit einem schönen Drink in der Hand. Und vielleicht noch ein paar schönen Chicas im Arm. Also zunächst mal, es ist eine Grafikkarte, keine Graka. Graka hört sich an wie eine Meeresfrucht. Das ist eine Grafikkarte. Ja. Wenn ihr unbedingt komische Abkürzungen machen wollt, dann schreibt Graphic rein. Graka. Wie kommt man auf Graka bei Grafik? Graka. Ich verstehe nicht, was die Jugendlichen heutzutage für komische Aussagen haben. Ne, Graka. Was ist zur Hölle? Was ist so schlimm daran, wenn man Graphics sagt? Das ist außerdem final liegende. Oh, dieser Stuhl. Ja, ich muss mich mal um eine feste Regelung kümmern. Ich bin aber irgendwie immer. Ich komme momentan nicht dazu, irgendwas Großes zu machen. Wenn ich jetzt gerade am Streamen bin, komme ich zu momentan nichts, was meinen Kanal betrifft. Außer ganz selten mal zu einem Video, weil ich momentan die ganze Zeit auch was mit anderen Sachen zu tun habe. Ich war heute auch den ganzen Morgen unterwegs zum Beispiel. Bin auch erst wieder um. Wann bin ich heimgekommen? Um 11:30 oder so? Nee, um 12:30 bin ich heimgekommen. Ah, wisst ihr was wir glauben? Ich glaube, wir machen jetzt schon Schluss. Ich muss echt noch einiges machen heute. Leute, passt auf. Jeder von euch weiß, wie mein Kanal funktioniert und weiß, wie ich meinen Kanal führe. Und wem es nicht passt, der braucht ja keine Mitgliedschaft zu machen. Hört halt einmal auf, euch darüber aufzuregen, dass ihr für etwas Geld ausgebt, wo ihr genau wisst, was ihr bekommt. Ich habe euch noch nie verarscht, ich habe euch noch nie betrogen. Ich habe euch immer klipp und klar gesagt, was Sache ist. Ich führe meinen Kanal, wie ich es will. So war es vor 8 Jahren und so ist es auch nach 8 Jahren noch. Und so war es auch schon vor 10 Jahren. Ich führe meinen Kanal so, wie ich es für richtig halte und ich mache das so, wie ich es für richtig halte. Und wem das nicht passt, der braucht keine Mitgliedschaft zu zahlen. Niemand von euch ist gezwungen, meinen Kanal zu abonnieren. Niemand ist gezwungen, meinen Kanal eine Mitgliedschaft abzuschließen. Ihr wisst genau, was läuft. Ihr habt gewisse Vorteile, an die halte ich mich auch. Aber im Discord zum Beispiel hängt nie einer rum und so weiter und so fort. Also tut mir bitte den Gefallen und hört auf, immer rumzumeckern für Situationen, an denen ihr eure eigene Situation selber ändern könnt oder eben nicht. Meine Güte, man könnte sich auch über jeden noch so kleinen Scheiß aufregen. Gut, Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid im nächsten Stream wieder mit dabei. Und ja, ich schau mal, wie wir es als nächstes machen. Haut rein und bis dahin. Tschüss. Ach so, eine Sache übrigens noch zum Abschluss noch eine Sache. Ich kann das Streamen in Zukunft auch ganz bleiben lassen, wenn euch das alles so aufregt. Was für Richtlinien oder was für Vorteile ihr habt, steht alles in den Vorteilen. Das könnt ihr euch sowohl vor als auch nach der Abschließung der Mitgliedschaften durchlesen. Also hört auf rumzumeckern. Weil sonst werde ich nämlich wirklich eine Regel unter anderem aufstellen, dass jeder, der immer rummeckert, weil er zu unfähig ist, die Regeln zu lesen oder die Richtlinien, die es gibt oder die Vorteile, die er hat, zu lesen, einfach rausfliegt. Weil sowas ist nämlich echt ätzend. Jetzt habt ihr richtig Scheiße am Arsch. Wegen Brand und so weiter. Ihr glaubt doch nicht, dass ihr damit davonkommt. Alter, dieses Mal habt ihr echt zu viel Scheiße gebaut. Jetzt aber fliegt ihr raus. Das schwöre ich euch. Jetzt erwischen wir euch. Das war's, Alter. Das kann nicht sein. Ey. Ohne Dreck, Alter.